In Weisenau spielten in der Fußball-Landesliga am Samstagabend der SVW Mainz gegen den VfB Bodenheim. Trotz Chancen auf beiden Seiten blieb die Partie torlos. 0:0 endet das Derby zwischen dem SVW Mainz und dem VfB Bodenheim in der Fußball-Landesliga. Die Weisenauer können am Ende mit dem Punkt gut leben. Schließlich haben sie die meiste Zeit in Unterzahl gespielt und am Ende mit sehr viel Kampf, Leidenschaft und einer großen Portion Courage sich einen Punkt verdient. Ja, wir haben mit 10 Mann in Unterzahl gespielt, wie schon gesagt, mit einem Mann in Unterzahl gespielt. Haben wirklich dann gut in den Verbünden gestanden, in 4-4-1. Die stehen schon gut mit der Zweikette, ja. Und haben sie sehr geschickt gemacht. Der Kleber coacht das von hinten hervorragend. Die Jungs haben gekämpft, haben die Räume abgegraben. Zweite Halbzeit haben wir Bodenheim fast vom Tor wegnehmen können. Wenn man das erste Mal so von außen sieht, dann natürlich wäre es schön gewesen, wenn man dann so lange Überzahl spielt, dass man dann auch natürlich gewinnt. Ich glaube, der Knackpunkt war, dass wir nicht gewonnen haben, die sehr starke Defensivleistung von Weisenau. Und von daher bin ich natürlich zufrieden. Wir haben die Riesenchance zum 1-0. Die müssen wir einfach machen. Ich meine, freier geht's nicht. Was aber schon das ganze Jahr das Problem ist, diese Chancen, die wir haben und nicht verwerten. Für die Zuschauer ganz sicher kein schönes Spiel. Können wir vielleicht ein paar Becher Freibier verteilen, dass die richtig Spaß haben. Aber gut, letztendlich muss man dann gegen Tabellenvierten mit 0-0 zufrieden sein, wenn man in Unterzahl spielt. Und von daher keine Kritik an die Mannschaft. Die hintere Kette muss man immer mit sehr sensibel umstellen, aber das haben wir getan, weil mit der einigen Leistung war ich nicht zufrieden. Ja klar, müssen wir machen. Wir haben dann auch uns von Matteo Trapp getrennt, weil der einfach auch die Einstellung hat, finde ich, die man in der Landesliga haben muss. Wir probieren die Punkte zu holen, dass wir einfach schön vorne dabei sind, dass wir in der ersten 5 spielen. Ich sag mal, wenn wir unser Ziel schaffen, Europa League in der Landesliga, dann bin ich zufrieden. Ja. Wir rechnen uns jetzt raus, dass wir noch 6 Punkte holen. Ich denke, 5 reichen sogar noch aus, für die Klasse zu halten. Und dann müssen wir tief durchatmen und dann müssen wir uns an die Stürmersuche machen und dann wollen wir auch mal andere Ziele angehen.